Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben heute den vierten Tag. Leider hat dieser sehr, sehr schlecht für mich angefangen. Ihr habt es ja gestern im Video schon mitbekommen. Ich hatte gestern den ganzen Tag Kopfschmerzen. Diese habe ich auch leider immer noch. Also die sind gar nicht weggegangen. Meine Nacht war zudem auch nicht schön. Ich bin seit 2 Uhr wach. Also ich habe eigentlich nur 2 Stunden gepennt. Weil ihr müsst euch geben, ich werde auf einmal so um 2 Uhr wach. Habe auf einmal geisteskranke Kieferschmerzen aus dem Nichts. Dementsprechend konnte ich auch nicht mal einschlafen, weil meine ganze Fresse einfach wehgetan hat. Und ich bin einfach seit, 2 Uhr wach. Wir haben uns jetzt eben bei Target ein paar Ibuprofen gekauft. Die habe ich geschmissen. Jetzt geht's halbwegs. Also meine Schmerzen sind ein bisschen gelindert. Heute wird auf jeden Fall ein sehr entspannter Tag. Wir machen so ein bisschen Sightseeing. Auch vor allem, weil eben Zahnarzt das alles noch nicht gesehen hat. Wir checken Beverly Hills ab. Wir checken den Rodeo Drive ab. Wir fahren zu den Hills. Das Ganze wird alles heute gemacht. Das Wetter ist auch wieder gut. Ist ein bisschen kälter als die Tage davor. Aber es ist auf jeden Fall auch vollkommen klar. Also das Laber ich, das ist immer noch perfekt. Viel Spaß in dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wahrscheinlich beim Rodeo Drive. Da fahren wir nämlich gerade hin, da mal gucken, was da so geht. Und ich würde sagen, viel Spaß! So, wir haben es geschafft, aber es ist auf jeden Fall viel zu warm. Ich muss safe diesen Zippo ausziehen. Die Straße ist so unfassbar schön, ne? Jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier bin, bin ich verliebt. Der alte Spot aus GTA, kennen wir alle. Hier Louis Vuitton, hinten Fendi, Burberry, da oben geht's hoch zu Goya, Balenciaga, Amiri und so weiter. Und natürlich dürfen auch die Autos hier nicht fehlen, ne? Das ist natürlich ganz klar. What the fuck, wie random. Hier ist einfach noch ein Kid. Also wir waren ja gestern bei Kids, aber hier ist einfach noch einer. Ich denke, da steppt mir gleich vielleicht auch mal rein. Und hier ist der gute Juwelier. GTA 5, wir wissen alle Bescheid. Und gebt euch das einfach mal. Das ist so geisteskrank. Wie krank kann man eine Uhr verunstalten? Wow. Also wir sind jetzt auch eigentlich hier hingefahren, um zu shoppen, weil hier sind eh die ganzen Designerläden, so hier kaufen wir uns jetzt eh nichts. Abgesehen davon haben wir gestern und vorgestern den ganzen Tag geshoppt und so, irgendwann ist auch mal gut. Wir sind hier jetzt eigentlich eher hingefahren, um Sanna die Straße zu zeigen, um hier ein bisschen rumzulaufen, weil der Vibe ist auch einfach nice. Hier sind halt nur solche Stores, ne? Also was will ich bei Richard Mille? Wir steppen auf jeden Fall hier jetzt mal rein, mal gucken, was die hier haben. Ich hoffe, eine bisschen bessere Auswahl als gestern. Boah, der sieht sick aus. Der ist sehr, sehr nice, so für den Winter. Wir haben auf jeden Fall hier eine viel bessere Auswahl als in dem anderen Kit. Hier zum Beispiel John Elliott, Stone Island, Palm Angels, Root ist auch hier. Das gab es im anderen Store auch nicht. Ich finde zum Beispiel das hier sehr, sehr nice, ne? Hat so eine sehr, sehr geile Waschung irgendwie. Aber für einen Preis von 400 Euro bin ich da auch raus. Der Bree steht in meiner Wohnung. Grüße gehen raus. Wir haben hier auch zum Beispiel Mani am Start. Mit so einem Mohair-Sweater und generell noch ein paar andere Sachen. Ah, krass, hier geht's auch nochmal weiter. Und da hinten ist so alles voll mit Sneakern und Bearbricks, sehe ich schon. Sehr, sehr nice. Man kann sich hier einfach so eine Vintage-Daydates kaufen. 6.800. Oder hier so eine Vintage-Daydate. Digga, so random einfach. Oder auf einmal ist hier so eine Kamera. Also was macht auf einmal eine Kamera hier? Ganz, ganz viele Schuhe. Aber es denke ich mal so vom Ding her dieselbe Auswahl wie gestern. Das ist ein Vibe. Wie nice sieht das hier bitte aus? Diese Palmen, der Himmel, die Ästhetik von diesen ganzen Geschäften. G-Klasse einfach mit goldenen Felgen. Okay, okay. Wir steppen jetzt mal hier in den Balenciaga-Store rein. Ich denke, ich werde dort nicht viel filmen können, weil ihr wisst ja, wie das Ganze ist. Naja, so ist das nun mal. Balenciaga. Da steppen wir jetzt mal rein. Let's go. Gibt es irgendeine Wave, die ich verpasst habe bei Balenciaga? Oder gibt es einen neuen Trend? Oder ihr müsst euch geben, das ist einfach eine 2000 Euro Balenciaga Puffer, die 1:1 aussieht wie die Weekday Call Puffer für 100 Euro. Die Jacke kostet 2000 Euro, die sieht einfach aus wie eine 100 Euro Weekday Jacke. Was ist das denn? Ich dachte mir hier erst gerade so, boah, was ein kranke Denim. Hab die umgeredet und dachte mir so, boah, die ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig distressed. Was sagen wir hier zu dieser Lederbomberjacke? Ich muss sagen, also der Fit ist halt extra so, ich finde den Fit irgendwie überkrass. Aber das Ding kostet irgendwie, ich weiß nicht, 10.000 Euro oder so, auf entspannt. Junge, ich muss sagen, die sieht bei dir irgendwie überkrass, also die sieht geisteskrank aus. Ich finde, das sieht so geil aus. Ihr könnt sehen, ganze Balenciaga leer gekauft, wir haben wieder völlig durchgedreht. Hier ist auch ein Goyard Store, aber ihr könnt die Schlange sehen, da steppe ich auf jeden Fall nicht rein. Boah, was ist das für eine crazy G-Klassenfarbe. Sieht unnormal nice aus. Wisst ihr, was ich auch nicht checke? Warum ist jetzt hier nochmal Louis Vuitton und nochmal ein Balenciaga Store? Weil der Balenciaga Store, wo wir gerade drin waren, ist Real Talk da. Und da ist der andere Louis Vuitton. Ich denke mal, viel mehr Stores werden wir jetzt hier auch nicht gehen, weil, Digga, was will ich hier? Shoppen war aber ja eh nicht die Mission. Wir wollten einfach so ein bisschen entlang spazieren und uns ein bisschen hier die Straße anschauen, ein bisschen den Vibe catchen. Wobei, ich laber scheiße. In einen Store wollte ich auf jeden Fall noch rein. Boah, kleiner Flashback. Genau hier in dem Store habe ich Central C getroffen bei Amiri. Genau hier haben wir auf den gewartet. Da kam er raus. Und von hier nach da haben wir das Bild gemacht. Ich blende es euch jetzt einmal ein. Auf jeden Fall ein legendäres Ding. Sehe ich das gerade richtig, dass hier einfach ein Pferd rumläuft? Warum ist hier ein Pferd? What the fuck? Ist das erlaubt, dass man mit einem Pferd Gassi gehen darf? Zu Hause oder was? Ja, zu Hause. Ihr habt es gerade in den Aufnahmen gesehen. Wir sind ein bisschen durch die Hills gecruised, beziehungsweise wir sind eigentlich immer noch in den Hills. Ich
kann es schon mal ganz kurz zeigen. Das ist gerade die View. Ist jetzt nicht so unfassbar spektakulär, es gibt auf jeden Fall bessere Views. Deswegen fahren wir jetzt hier so ein bisschen durch. Guckt uns die Häuser an, guckt uns die Straßen an. Ihr kennt es, es ist einfach ein Vibe. Die Sonne scheint, ist einfach perfekt. Aber ihr kennt es ja auch aus den anderen LA-Vlogs von Anfang des Jahres. Da habe ich das ja auch alles schon gezeigt. Deswegen gehe ich jetzt gar nicht so krass hier drauf ein. Aber es ist wirklich immer wieder schön. Sehr, sehr nice. Und man denkt sich nur, warum wohne ich nicht hier? Aber Jungs, dafür sind wir da. Bald. Got no time for the conversations of funny shit. Nigga, only the reals who I get my money with. Unser nächster Stop ist das Hollywood Sign, da fahren wir gerade hin. Merkt, wir klappern heute den ganzen Touri-Stuff ab. Aber wie gesagt, Zen hat unter anderem war halt eben noch nie hier, deswegen müssen wir das auch alles eben abchecken. Aber keine Sorge, machen wir natürlich gern, weil ich meine, hier lässt sich ja auch chillen so. Ein auf den, das ist ja voll die Qual für den. Deswegen geht's für uns jetzt zum Lake Hollywood Park. Ist, finde ich, so eigentlich die beste View aufs Hollywood Sign. Für alle, die mal hier hinkommen sollten, geht zum Lake Hollywood Park. Da habt ihr wirklich eine sehr, sehr nice View. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich da hinfahre. Deswegen bin ich da jetzt nicht so krank Hype drauf und will euch jetzt auch keine wilden Aufnahmen und so weiter machen. Wie gesagt, ich kenne das jetzt mittlerweile alle schon. Und ihr solltet das eigentlich auch kennen, weil ich hab's jetzt schon in zwei Videos auch gezeigt. Deswegen gehe ich jetzt auf die ganzen Sachen hier nicht so krass ein. Ihr könnt sehen, wir fahren die ganze Zeit noch schön entspannt durch die Hills. Müssen jetzt gleich da sein. Tada, da sind wir. Da ist das Hollywood-Sign. Let's go. Ey, scheiß mal aufs Hollywood-Sign. Hier gibt's Korn. Real Talk, ich zieh mir jetzt hier einen Mais, Alter. Unnormal geil. Ja, okay, ich zieh mir doch kein Korn. Der sah absolut eklig aus. Was wär's auch wieder damit? Okay, okay, der Korn war's vielleicht nicht. Aber vielleicht ist es ja hier sowas. Boah, so ein paar frische Früchte jetzt würde ich auch sehen. Da sag ich ehrlich. Ja, okay, das war's auch wieder. Digga, der wollte $25 für einen Cup mit Früchten. Hätten 10er, wenn ich jetzt hier $25 für Früchte ausgebe. Und hier werden die Touri-Picks gemacht. Für meine Mama. Mama, ich war beim Hollywood-Sign. Guck mal, wie ich hier am Acker bin. Bam, 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 bam. Das ist der Vibe, den ich möchte. Und hier, okay, rückbleiben. Hier unten haben wir dann diesen großen Park. Da finde ich die View sogar noch mal ein bisschen besser. Kann man hier unten hin chillen, ein paar Picks machen oder generell einfach ein bisschen chillen. Da sind eben auch viele Leute, die einfach mit einer Decke kommen, sich irgendwo geschmeidig hinlegen und den Tag genießen, ne? Hollywood Sign ist abgehakt, haben wir erledigt. Jetzt können wir weiterfahren und ich denke, naja, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, ich weiß gerade nicht. Frag mich nicht warum, vor circa einer Dreiviertelstunde waren wir noch am Hollywood-Sign und jetzt sind wir plötzlich am Walk of Fame. Sind aber nicht am Walk of Fame, weil wir zum Walk of Fame wollten, sondern weil wir Hunger haben. Sind halt eben noch die ganze Zeit so ein bisschen durch die Hills gefahren, haben dann ein bisschen Hunger bekommen, hatten irgendwie Bock auf Popeyes. Der nächste Popeyes war hier eben am Walk of Fame und deswegen sind wir jetzt hier. Für alle, die Popeyes nicht kennen, ist halt so ein Chickenladen. War ich, glaube ich, am Anfang des Jahres in LA auch schon mal. Fand es damals auf jeden Fall sehr, sehr nice. Deswegen steppen wir da jetzt hin. Also ihr merkt, ist auf jeden Fall kein spektakulärer Tag heute. Ganz, ganz entspannt. Wir haben auch keinen wirklichen Plan. Passiert alles hier irgendwie spontan. By the way, Walk of Fame, most underrated Ding, was man in Los Angeles machen kann. Das Einzige, was du bekommst, wenn du hier bist, ist ein nach Pisse riechender Stadtteil. Und Digga, hier stinkt's, hier ist es dreckig. Hier ist, also wirklich, kommt nicht hier hin, vertraut mir. Trotzdem Shoutout Hank Williams und Claude Paints. Rains, kenne ich nicht, keine Ahnung. Da ist Popeyes, Louisiana Kitchen, ihr könnt sehen, so Chicken Burger, dies und das. Hier ist der Lachs, ich habe mir einfach ganz, ganz classic einen Chicken Burger geholt. Kollege, sieht so aus, tada, das ist er. Relativ simpel, einfach Fett Chicken drauf, nochmal Gurken, wir beißen einmal rein. Boah. Sag euch, auch wenn dieser Laden so fastfood-mäßig ist und auch wie es wirklich nice aussieht. Diese Chicken Burger sind wirklich krass, aber generell das Chicken jetzt wirklich sehr, sehr lecker. Ey, what the fuck? Das ist einfach der Urus von Travis. Junge, what the fuck? Was war das denn? Wir stehen hier so, dachten uns nichts Böses, sind so am Chillen und genießen ein bisschen die Aussicht. Auf einmal kommt so ein Urus gefahren. Ich denke mir so, ja, ist ein normaler Urus. Guck nochmal hin und denke mir so, Digga, ist das Travis? Und ihr habt es ja in der Aufnahme gesehen, es war Real Talk, also das war 100% Travis. War nämlich vorne dieser braune Lamborghini Urus Mansory mit weißen Felgen, genau die Specs hat Travis auch. Dahinter war so ein creamfarbener Jeep mit braunen Felgen und den hat Travis, meine ich, auch, also es war, ja, das war zu 100% Travis. Deswegen Grüße gehen raus an Dembre, aber keine Sorge, war auf jeden Fall das letzte Mal, dass wir den gesehen haben, beziehungsweise sehen werden, aber dazu noch mehr. Tja, da sieht man mal, wie man alles so random trifft, wie man random sieht. Aber wir steppen jetzt erstmal wieder zum Auto und ich denke, dann fahren wir zum Griffith Observatory. Für die, die es nicht aus GTA kennen, ist halt so ein riesiger Aussichtspunkt, wo du über ganz Los Angeles gucken kannst. Die Sonne geht auch gleich unter. Wir sind perfekt zum Sonnenuntergang da. Da geht's jetzt hin. Unser Auto ist am Start. Steigen wir jetzt ein und... Das ist nicht unser Auto. Das ist nicht unser Auto? Oh. Ihr könnt sehen, wir sind gleich da. Aber der Verkehr hier, der ist gar nicht so nice und das geht die ganze Zeit so. Wir fahren irgendwie mit 2 km/h die ganze Zeit hoch, also es könnte noch ein bisschen dauern. Bock natürlich nicht so krass, vor allem weil die Sonne gleich untergeht, deswegen haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben es geschafft, wir haben einen Parkplatz gefunden, müssen zwar, glaube ich, unnormal weit jetzt zu diesem Observatorium laufen. Könnt ihr einmal ganz kurz mitkommen und checkt euch jetzt einfach mal die
the View ab. Sieht ein bisschen aus wie die GTA, wenn es noch nicht richtig gerendert ist, weil es so leicht neblig ist. Aber das hier ist Los Angeles. Und da ganz oben ist das Observatorium. Da laufen wir jetzt hoch. Und wir müssen jetzt den ganzen Weg da so komplett hochlaufen. Ist ein bisschen was, wir müssen uns sputen, weil die Sonne geht wie gesagt unter. Aber wir laufen da jetzt hin und bin ich mal gespannt auf die View. Junge, 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 sieht das geisteskrank aus, ne? Wir müssen jetzt noch hier den ganzen Weg da hochlatschen. Ich habe auch Leon und Zahn verloren, die sind irgendwie schon da vorne. Aber wir haben es gleich geschafft. Dann bin ich mal gespannt auf die View vom Observatorium und auch gleich auf den Sonnenuntergang. Er fängt schon langsam an, aber ich glaube, das wird gleich sehr, sehr wild aussehen. Junge, wie random. Ich gehe gerade so diesen Weg lang. Denk mir nichts Böses. Auf einmal kommt so ein Typ zu mir von wegen, yo, Jan, ich feiere deine Videos, bla bla bla, bist du morgen auch bei Travis, dies und das. So random, einfach ein Abonnent hier gewesen, der in San Diego studiert, der morgen auch bei Travis, wir haben kurz ein bisschen geredet, ein Bild gemacht, dies, das. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Typ. Shouts gehen raus an dich, hab mich gefreut. Und jetzt sind wir angekommen. Da ist das Observatorium. Hier ist die Skyline, die Sonne. Jetzt muss ich noch Sennard und Leon suchen, weil die sind irgendwie weg. Aber das kriege ich auch noch hin. Und dann haben wir es geschafft. Junge, wie oft ich alleine hier schon in GTA lang gefahren bin. Aber es sieht auch wirklich sehr, sehr nice aus, muss man sagen. Wir sind natürlich auch nicht die Einzigen, die die Idee hatten, an einem Samstagabend bei Sonnenuntergang hier hinzukommen. Also ihr seht, es sind wirklich ganz, ganz viele Menschen hier. Auch da oben auf dem Gebäude sind ein paar Leute. Hier chillen noch ein paar Leute mit Decken und so weiter. Auf jeden Fall ein sehr, sehr entspannter Vibe. Ich sehe auch gerade, man sieht von hier das Hollywood-Sign. Das wusste ich auch nicht. Da ist es. Sehr wild. Gebt euch mal, wie das jetzt aussieht, so langsam, wo die Sonne untergeht, die ganzen Lichter hier angehen. Das ist schon echt crazy, ne? Diese Stadt. So riesig, ey. Ihr könnt es erkennen, die Sonne ist eigentlich so gut wie unter. Da hinten geht sie gerade noch leicht unter, sieht auch noch sehr, sehr schön da hinten aus. Aber ich würde sagen, das war's vom Griffith Observatory. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Ihr habt hier halt wirklich eine komplette View über ganz Los Angeles. Ein sehr, sehr schöner Moment hier auch mit meinen guten Freunden Leon und Sennard. Dieses Ereignis hier zu verbringen ist sehr, sehr schön. Auch da nochmal wirklich ein fettes Dankeschön an jeden von euch. Danke, dass ihr mir das alles ermöglicht, dass ich auch hier sein darf. Nein, aber ganz kurz Real Talk, wirklich schaut es gerne raus an jeden von euch. Danke für euren Support. Danke für die Liebe auch bei den Vlogs. Die kommen sehr, sehr gut an. Ich mache das ja auch alles sehr, sehr gerne. Deswegen nur Liebe. Ich weiß auch nicht, was jetzt noch geht. Ich denke mal, wir chillen jetzt noch hier so lange, bis es einmal komplett dunkel ist. Dann kann man mal sehen, wie die ganze Stadt so im Dunkeln aussieht, wenn die ganzen Lichter alle an sind. Und zum Abschluss noch einmal hier die ganze View im Dunkeln. So sieht's aus. Moin, was geht? Ich glaube, ihr könnt sehen, wir haben den nächsten Tag. Gestern hat er komplett das Outro vergessen. Wir waren eben noch sehr lange an diesem Observatory, waren abends noch was trinken, sind ein bisschen durch die Stadt gefahren, waren was essen. Das habe ich aber irgendwie alles nicht mitgefilmt, deswegen ist der Vlog auch jetzt an dieser Stelle hier vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, war jetzt kein ultra krasser, besonderer Vlog, wo irgendwie mega viel abging. Wir haben den Tag einfach genutzt, um Sennard so viel wie möglich von LA zu zeigen, in Rodeo Drive, das Hollywood-Sign, die Hills, das Observatory, dies und das. Da ich das eben alles schon mal gesehen habe und auch euch in den vorherigen Vlogs schon gezeigt habe, habe ich jetzt auch einfach nicht irgendwie so geisteskrank viel gefilmt. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieser Vlog gefallen. Falls ja, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst auch wie immer natürlich sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Los Angeles Video wieder. Keine Sorge, das war es noch lange nicht. Es kommen noch sehr, sehr viele geile Videos. Das ist von mir. Haut rein und macht's gut. Ciao.